Okay, schieß los. Wie war's? Erzähl. Boah. Yep, that's me. Hi, ich bin Sonnenberg, Deutschpop-Sängerin und das bin ich nach meinem ersten Auftritt mit Band bei 30 Grad in praller Sonne. Wie das Ganze ablief, das seht ihr jetzt. Okay. Okay. Schieß los. Hi, ich bin Sonnenberg und ich bin heute Vorband von Casala. Und was hier hinter den Kulissen abgeht, schauen wir uns jetzt mal an. Neuer Morgen, neuer Anfang. Nicht mehr an dich zu denken, fühlt sich echt gut an. Meine Sorgen sind wie weggeweht. Bitte komm ich nie wieder und frag dann, wie es mir geht. Die Bühne ist geil, oder? So, hier wird gerade noch aufgebaut. Ich bin schon fertig. Ich habe nicht viel aufzubauen. Das ist der Drummer, der Felix. Ich habe gerade schon Hallo gesagt. Mal. Hi! Der baut gerade noch sein Schlagzeug auf. Das ist der Jens. Jens, wink mal. Hi. Hi, das ist der Jens, der spielt Bass. Das ist der Stefan. Nicht mir Hallo sagen, da. Ich bin auch super schallert. Stefan spielt Gitarre und hat die ganze Produktion der Songs gemacht. Da steht noch jemand. Jojo. Moin. Der Jojo ist von Iago und das Duo spielt gleich auch 4 Songs während des Sets. Und ja, ich freue mich. Guten Tag. Soll ich einmal alle Knöpfe drücken? Oder? Das ist der Christian, der macht heute für uns die Technik. Und gibt es irgendwas, was heute hier passieren kann? Oder haben wir uns gut vorbereitet? Ich glaub, wir sind sehr gut vorbereitet. Ich denke auch. Es sollte alles klar gehen. Was sagt die Uhr? 2:50. Warte mal, bis wie viel Uhr haben wir Zeit zum Soundchecken? Bis 4? Okay, dann ist schon. ne? Felix, spau mal schneller auf deine hier Drumskiste, ne? Felix, wie lange dauert so eine Regel der Aufbau bei dir? Heute sehr lange. Eigentlich bin ich immer so in einer Viertelstunde fertig. Aber ich war gestern auf einer Hochzeit und bei dem Wetter, ey, willst du dich einfach nicht bewegen. Das ist richtig fies. Richtig am Ölen. Bontu, Mic check. Bontu, Bontu. Hier auf diesem Handy, auf dieser App, haben wir unser ganzes Monitorsystem. Das heißt, alles, was ich auf den Ohren höre, kann ich hier steuern, wie laut und wie leise, ja. Wie laut meine Stimme, wie laut den Backing-Track, wie laut den Klick, die Drums und so. Das kann ich alles hier drüber machen. Sehr praktisch. Es brummt in meinem Ohr, wenn ich meine In-Ear-Kopfhörer reinpacke. Sogar noch lauter jetzt als bei der Probe. Was ist das für ein Geräusch? Das ist ungefähr so. Die ganze Zeit. Verkabelung. Summ, summ, summ. Das ist schon beim Mix gemacht. Mixing-Engineer. Ist weg jetzt. Ich hab's komplett rausgenommen, jetzt summt es nicht mehr. Ich mach mal an. Hast du schon mal geübt, wie du die Crowd ein bisschen ja. In die Hand nimmst? Ich hab gehört, zicke, zacke, heu, heu, heu. Macht man ganz gerne mal. Bis die Sonne wieder lacht und dann sind wir wieder bumsbar. Geile Mädels, geile Jungs da. Wir feiern heute die ganze Nacht. Ja, um 16 Uhr ist Rückbau für Casala. Nee, wir bauen ja nichts rück. Hä? Wir bauen nichts rück. Es bleibt stehen. Ach so. Nee, weil im Ablaufplan stand bis 16 Uhr. Wir haben 20 vor 4. Es bleibt stehen. Was macht dein Rücken? Ja, ist im Moment noch scheiße, aber ich habe schon Ibu reingeworfen. Ich habe gerade beim Hochheben vom Rack mit dem Hardware-Scheiß vom Schlagzeug einmal richtig den Rücken durchgeschossen. Ich hatte da schon mal einen Bandscheibenvorfall. Dann muss ich nochmal andere nehmen. Hast du noch welche? Gleich ein Döner für 8 Euro.
Den Döner für 8 Euro finde ich ist ein fairer Preis. Noch fairer finde ich die Salattasche für 7 Euro. Weil wenn ich mir angucke, das Dönerfleisch hängt da seit guten 4 Stunden in der Sonne. Schmackofatz. Alles gut, wir machen das so. Soundcheck ist durch. Jetzt baut Casala schnell auf, die machen einen Linecheck. Danach bauen wir wieder unser Zeug auf und dann geht das auch schon los. Ich muss mich jetzt mal restaurieren hier. Das muss ich mal ein bisschen aufpolieren. Guten Tag. Herzlich willkommen im Backstage. Ist alles sehr glamorous hier? Alles glamorous. Großer Auftritt als Soundcheck, wie ist das so für dich? Ich bin sehr nervös jetzt, muss ich zugeben. Aber der Soundcheck war gut und das beruhigt einen immer total, wenn da alles lief und wenn alle sagen, dass es gut klingt draußen, das ist so das Wichtigste. Jetzt muss ich mich nur noch hinkriegen und dann kann man loslegen. Kommt von mal dann auch irgendwie cool. Nee, gar nicht. Aber es ist halt super zum Sagen, weil es kann sich jeder Idiot merken, wenn er sagt, Jago, wie Yoga nur andersrum, dann ist immer eigentlich alles klar. Okay, nicht jeder Idiot. Ich schreibe einen Song. Ich finde die Songs scheiße, die wir spielen. Ich mache jetzt alles anders. Also, das kommt alles ins Internet. Kannst du bitte mal was Vernünftiges sagen? Alles in die Tonne, weil eigentlich geht das ja so. Soll ich das senden? Ja. Gesendet. Nein. Was sagst du zu meiner Hose? Was sagst du zu meiner Hose und meinen Socken? Ja, wir haben kurzfristig entschieden, dass wir unseren Outfitplan über Bord werfen und alle in kurzen Hosen spielen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass sie in Jogginghose spielen. Die Hosen lösen Diskussionen aus hier. Guckt euch diese Waden an. Alles vom Yoga? Alles vom Yoga, alles ne? Alles vom Yoga. Krasser Tipp. Dann ist auch super. Erster Gig. Yes, let's go. Hey, pass auf, wir kicken Vincent. Lass einfach rauskicken. Und den Rest spielen wir, wie wir geplant haben. Wir ja, springen nur die letzten beiden. Ja, ich schreibe das vorher nochmal auf. Ne, wir springen einfach nur den. Und tut mir nicht mehr leid, würde ich als. Ja, seelischen Kontakt. Das ist schon geil. Bevor ich zünde. Ah, ihr Mäuse! Die Freunde steigt gerade richtig hart. Okay, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Alle Zungenspitzchen in der Mitte. Was sagt man, wenn man in so einem Kreis steht? Ich war noch nie in so einem Kreis. Voll ja, Spaß haben. Denkt ans Bier und die Currywurst danach. Ja. Moment, mach mal Augen zu alle. Mhm. Einfach nur mal. Jetzt kommt der Yoga mit Jago. Einmal tief einatmen. Dann machen wir die Augen auf und dann wünsche ich euch allen ganz, ganz viel Spaß. Gibt voll das rotzig. Let's go! Darf ich mir jetzt noch eine rauchen oder nicht? Ja, selbstverständlich. Ja, piept eine. Hey, hey, hey. Geht noch, ey, mit stehen? Ja, stehen ist das Problem. Ne? Jetzt einfach nur Freude. Sollen wir hoch? Da seid heute bei diesem wunderschönen Wetter. Ja, wir sind Sonnenberg, mein Deutschpop-Projekt, das seit diesem Jahr am Start ist. Und ja, wir singen jetzt dreiviertel Stunde circa Deutschpop-Songs für euch, bevor es dann nachher weitergeht. Ey, ich geb das, was ich kann, nur will ich tiefer gehen mit dir, wenn ich vorne fang. Und
die ist Kilometer dick. Guck mal, wir sprechen, doch wir reden nicht. Fuck die Welt, steh auf dich. Ich verstehe dich einfach nicht. Ich Love Language, und falls ihr euch fragt, wer dieser charmante junge Mann hier neben mir war, das ist Johannes von Jago, und Jago ist das Duo von jemand auch ganz Besonderem, nämlich von Stefan. Der hat all diese Songs produziert. Mal einen fetten Applaus für Stefan, für Jojo. Hab dir zugehört, dann hab ich leider nicht komplett. Das ist hier, da ist das gleiche Wörtchen. Ich hab noch nicht auf Wetter, das ist immer noch draufschreiben. Das ist für... Mario, hast du gesagt? Marian. Wird das auf YouTube übertragen? Das wird auf YouTube kommen, ja. Genau, du kannst hier Sonnen draufschreiben, weil da ist schon ein Berg. Gott, also, seht, das ist ein Berg. Soll ich wirklich Sonnen hier draufschreiben? Ja, klar. Hey. Danke. Ich werde am Morgen schon gehen, jeden Tag. Danke. Auf dem Mapse vielleicht. Jo, euer Eindruck? War gut. War geil. Hat Spaß gemacht. Sehr heiß, aber geil. Sehr Bock gemacht. Sehr cool. Ja, wir waren hier und da, wir waren ein bisschen zu schnell, alle Mann. Das stimmt. Dann sind wir ein bisschen aus dem Takt gekommen, aber mit der Expertise von Felix an den Drums hat es auch alles wieder seinen Weg gefunden. Ja. Passiert. Sound weißt du? War ganz geil. Im Soundcheck war mein Sound richtig scheiße. Da habe ich gar nichts gehört. Und ja, beim Konzert habe ich alles gehört. Dafür und? Jens nicht. Der nächste Gig, was ist denn der nächste Gig? Im Oktober auf jeden Fall, aber ich weiß gar nicht wo. Also. Aber kann man auf unserer Website einfach finden oder bei unserem Instagram. Ja, jagomachtmusik.de. Und der nächste Gig mit Sonnenberg ist wann und wo? Den haben wir noch nicht. Den haben wir noch nicht mit der guten Dame. Aber vielleicht kommt da noch was. Wir fragen die mal ganz lieb. Sehr schön. Alle fand ich so krass. Ich werde ab morgen joggen gehen, jeden Tag, habe ich mir fest vorgenommen. Aber es war unfassbar geil. Als dieses Intro lief, boah, ich hatte so Gänsehaut und ja. Zeigt einfach, dass es genau das Richtige ist, was ich tue. Und die Leute haben mitgemacht, die hatten gute Laune. Ich habe viele strahlende Gesichter gesehen, es war perfektes Wetter. Also ich werde mir jetzt einen Kölsch trinken, eine Currywurst Pommes essen und dann zufrieden ins Bett fallen. Danke. Bis zum nächsten Mal.